Ja, nochmal guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie alle recht herzlich hier im Foyer unserer Frankenhalle zu dieser Lesung Königin bis zum Morgengrauen, auch im Namen der Stadt Altenbach, im Namen von Stadtrat und Stadtverwaltung herzlich begrüßen. Ich darf dies auch tun im Namen unserer Stadtbibliothek und im Namen des Fördervereins, vertreten hier durch seinen Vorsitzenden Dickert, die eigentlichen Veranstalter dieser Veranstaltung sind. Ich möchte vorneweg schon oder als erstes mal stellvertretend für Sie alle begrüßen. Zwei Personen, unseren Altenbacher Wengertschütz, den Erich Becker. Lieber Erich, herzlich willkommen. Er ist auch die Symbolfigur unseres Altenbacher Weinbaus und natürlich unsere Weinprinzessin, die Nadine. Da vorne sitzt der liebe Nadine. Herzlich willkommen. Darf auch die Presse, Frau Brickel vom MainEcho und Frau Jakob von MainTV herzlich bei uns begrüßen und auch unseren Herrn Witkowski, der für unseren Jahresrückblick, den Sie dann am 6. Januar beim Neujahrsempfang 2016 im Zusammenschnitt sehen können, der heute für Sie, für uns filmt und das alles festhält, was heute passiert, bis hin zum Tod. Dass wir hier den Tod erleben dürfen, verdanken wir der Verena Weigand-Sache, die Idee hatte, Herrn Paul Grote hier nach Erlenbach zu locken. Und bevor ich zu ihm komme, vielleicht auch noch ein herzliches Dankeschön an unseren Erlenbacher Künstler, den Horst Schacher, der auch da hinten irgendwo sitzt. Horst, zeige ich mal kurz. Der Horst, der uns hier nebenan in den Fenstern zeigt, dass man aus Weinreben auch noch was anderes als Wein machen kann. Lieber Horst, ein herzliches Dankeschön. Ja, ganz herzlich begrüßen möchte ich den Autor, Herrn Paul Grote, da vielleicht ein paar kurze Worte zu ihm sagen. Es freut uns sehr, dass Sie hier nach Erlenbach gekommen sind. Wir haben in dieser Woche, glaube ich, zwei große Höhepunkte. Zum einen, dass Sie uns die Ehre geben, heute hier eine Lesung aus Ihrem neuesten Buch vorzunehmen. Und zum anderen, dass wir natürlich am Freitag zusammen die Wahl der neuen fränkischen Weinkönigin hier im Anschluss in der Frankenhalle erleben dürfen. Das sind wirklich zwei Höhepunkte im gesellschaftlichen Leben der Stadt Erlenbach. Paul Grote ist meines Wissens, wenn ich alle Quellen täuschen, wir haben gerade schon festgestellt, eine Quelle hat schon getäuscht, in Berlin geboren, hat dann ein paar Umwege gemacht, auch unter anderem über Südamerika, bis er dann wieder in Berlin gelandet ist. Offensichtlich hat er in Südamerika dann auch die Liebe zum Wein entdeckt. Schriftstellerisch war er vorher schon tätig und ist es heute noch, hat für renovierte Zeitungen und Zeitschriften geschrieben und schreibt noch für die FAZ, für die Zeit, Fokus und Geo ist, glaube ich, auch dabei. Also sehr renommiert und ich glaube, es ist der renommierteste Weinkrimi-Autor im ganzen deutschsprachigen Raum. Es ist eine Ehre für uns, dass Sie hier heute Abend bei uns sind. Königin bis zum Morgengrauen, dass dieser Titel keine biografischen Züge unserer amtierenden fränkischen Weinkönigin trägt, das beweist uns Christine Ungemacht. Sie hat die Wahl überstanden, die Wahl vor einem Jahr. Sie hat allerdings, von daher ist der Titel für sie auch nicht authentisch, Sie sind auf keinen Fall Königin bis zum Morgengrauen, doch Sie sind es, aber Sie haben noch mindestens zwei Morgengrauen vor sich, die Sie dann hoffentlich ganz normal mit Ablauf Ihrer Amtszeit aus diesem, ich glaube, wunderschönen Amt ausschalten werden. Liebe Frau Ungemacht, herzlich willkommen hier bei uns im Amt. Ja, und dann geht es am Freitag hier um ihre Nachfolge. Sechs junge Damen aus Unterfranken haben sich der Wahl gestellt und werden in einer, denke ich, aufregenden, für uns alle, nicht bloß für sie, aufregenden Veranstaltung am kommenden Freitag hier in der Frankenhalle die Entscheidung erleben. Eine von ihnen wird dann die Nachfolgerin von Christine Ungemacht werden. Wir freuen uns auf jeden Fall in Altenbach schon drauf. Es ist für uns eine außergewöhnliche Ehre, dass der Fränkische Weinbauverband diese Veranstaltung hier bei uns ausrichtet.
nicht nur hier in Erlenbach, sondern ich denke auch für ganz Kurfranken, wie wir jetzt touristisch geprägt sagen, ist es eine Ehre, dass diese Wahl hier stattfindet. Der Wahl werden Sie stimmen, die Laura Sophie Dauenhammer. Sie. Die Sarah Fröhlich. Lena Kramm. Christine Langmann. Die Katharina Scheufens und auch noch die Barbara Wohlfahrt, die ja heute Abend leider aus persönlichen Gründen nicht hier sein kann. Meine Damen, Sie brauchen keine Angst zu haben. Auch für Sie ist dieser Titel nicht authentisch und zutreffend. Es sei denn, der Herr Groder hat hellseherische Fähigkeiten. Glauben wir aber nicht, wenn er sie hätte, hat der Fränkische Weinbauverband schon dagegen gearbeitet. Zum einen, im Buch ereilt nach der Wahl die Königin der Tod in Dettelbach in einer Diskothek. Der Fränkische Weinbauverband war der Meinung, Erlenbach ist weit genug von Dettelbach weg. Und eine Diskothek, wenn Sie die finden, sagen Sie uns Bescheid, wir würden auch nehmen. Ich freue mich auf den Freitag, freue mich auf den heutigen Abend, darf jetzt übergeben an den Herrn Grote und wünsche Ihnen allen einen wunderbaren und einen genussvollen Abend mit der Königin bis zum Morgengrauen, mit Herrn Grote und mit dem Erlenbacher Wein. Bei den Erlenbacher Winzern darf ich mich auch noch bedanken. Das ist der Werner Ott, das Weingut Werner Ott, das Weingut Albert Weigand, der Weinbauer Herbert Zöller und nochmal das Weingut Albert Weigand, die uns die Weine heute Abend zur Verfügung stellen. Ein herzliches Dankeschön. So, jetzt geht's los. Ja, einen schönen guten Abend, meine verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, hier zu sein. Es war eine interessante Reise. Ich wusste bis vor einiger Zeit gar nicht, dass es Erlenbach überhaupt gibt. Es tut mir leid. Ich sag doch, entschuldigen Sie bitte, ich wusste es doch nicht. Wie soll ich es auch wissen? Ich bin hier nicht unterwegs gewesen. Ich war ganz in der Nähe und wusste gar nicht, dass dieser wunderschöne Ort so nah an meiner Tour lag, als ich hier in Franken zum Recherchieren war. Das hat mir gerade der Herr Hoffmann vom Weingut Hoffmann-Herkert gesagt, der auch heute Abend hier ist. Sie sehen, also die Menschen, die in meinen Büchern erwähnt werden, die leben noch. Worüber ich mich besonders freue, Christine Ungemach hat ja ein bisschen gezittert, nicht? Als sie sagte mir bei unserer ersten Begegnung, wenn sie dieses Buch gelesen hätte vor der Wahl, dann hätte sie sich doch ein wenig gefürchtet, weil einfach zu viele Parallelen in diesem Roman drin sind, die mit ihr etwas zu tun haben. Ich habe heute Abend das Vergnügen, einige junge Damen Ihnen vorstellen zu dürfen, die für das Amt der Fränkischen Weinkönigin kandidieren. Ich selber bin natürlich auch erstmal geprüft worden, als ich mit der Idee kam, über Franken einen Roman zu schreiben. Es ist übrigens in dieser Reihe, Sie sehen da einen riesigen Berg Bücher liegen, der 11. Roman dieser Reihe, Der Mensch, der Wein und das Böse, das ist der Titel. Da wurde ich getestet und zwar hieß es, ach, der will was schreiben über uns, na dann wollen wir uns den erstmal angucken. Und dann kamen die Jungs vom Fränkischen Weinbauverband. Das war der Präsident, das war der Geschäftsführer, das war der Oberönologe des Unterbezirks Franken und das war die damalige amtierende Weinkönigin. Die hat mich in Berlin während der Grünen Woche in eine Weinbar bestellt und haben mich dann erstmal examiniert, ob das überhaupt geht, ob man mit dem zusammenarbeiten kann oder ob das nicht zu gefährlich ist und was er schreibt. Aber glücklicherweise hatte ich das Glück, dass der Herr Mengler, der nämlich seines Zeichens Önologe ist, vielleicht hat der ein oder die andere den Namen schon mal gehört, hat er einige Bücher von mir in seine Bücher schafft und sagte, nee, das kannst du lesen, also das ist in Ordnung, der weiß, was er schreibt. Ich bin viel schlauer geworden hinterher und dann hat man mich auch zur Wahl eingeladen und ich bin dann nach Schweinfurt, das war vor jetzt, das ist 2 Jahre her, und habe dort mitgewählt. Ich weiß also, wie das Ganze abläuft und für mich war das natürlich hochinteressant jetzt, um diese ganze Geschichte mal darzustellen. Denn dem Thema Weinkönigin bin ich eigentlich vom ersten Roman an
begegnet. Das ging zwar um Bordeaux, aber auch da gibt es eine Weinkönigin. Und das verfolgt einen über die Jahre und irgendwann denkt man, was ist denn das eigentlich? Ist das jetzt Theater? Ist das ein Schönheitswettbewerb? Sind das irgendwelche kleinen Mädchen, die sich da ein bisschen nach vorne spielen? Oder alte Männer, die dann irgendwie junge Frauen angucken wollen oder so? Ich bin Krimi-Autor, also ich gehe hart an die Themen ran. Dann habe ich aber gemerkt, dass das eine ganz andere Geschichte ist. Und wer ganz wesentlich dazu beigetragen hat, ist Christine. Wir haben eine ganze Reihe, wie viele Veranstaltungen haben wir gemacht zusammen? 7, 8 oder sowas? Aber auch ich habe sie erst mal geprüft. Also man muss sie erst mal gucken, was es ist. Wie beim Wein, ich habe sie nämlich angerufen und wir haben eine halbe Stunde telefoniert. Und da habe ich gedacht, die ist okay, mit der kannst du zusammenarbeiten. Die hat was drauf. Ja, die hat was drauf, die kann was. Und das macht dann Spaß, zusammen zu arbeiten. Christine, komm doch noch mal bitte ein Momentchen. Ich habe ein paar Fragen an dich. Ich muss sagen, es war toll. Ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt vorbei ist. Wir haben natürlich für dieses Jahr noch andere Veranstaltungen mit Franken geplant. Da muss ich dann mit einer von euch irgendwie, ich hoffe nicht vorlieb nehmen müssen, sondern dass ich mich auch darauf freuen kann. Deshalb habe ich mich auch dafür ein paar Fragen vorbereitet, um zu sehen, aha, wo geht es lang, wer weiß was, denn die Prüfung, die hier stattfindet in dem großen Saal, ist nicht ohne. Also da werden schon eine ganze Menge Fragen gestellt. Eine Frage an dich, Christine, ist natürlich eine ganz wichtige, in kurzen Worten, wie war die Zeit als Weinkönigin? Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, in ein paar kurzen Worten ein Jahr zu beschreiben. Es war natürlich außergewöhnlich. Und wenn ich immer gefragt werde, ist es so, wie du es dir vorgestellt hast, irgendwie ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe, weil ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Aber andererseits, es war so viel, es war so vielschichtig, so vielfältig. Man hat unglaublich viel erlebt, das weiß man vorher, aber was genau sich dahinter verbirgt, das ist dann doch natürlich nochmal was völlig Neues und nochmal was völlig anderes, es selbst erleben zu dürfen mit der Krone selbst auf dem Kopf. Also es ist wunderbar, es ist so schön, wie einem die Menschen begegnen, einfach in heller Aufregung und Begeisterung, oh, die Weinkönigin kommt und wie toll man da immer aufgenommen wird, welche Wertschätzung einem da entgegengebracht wird. Das ist natürlich schon wirklich toll zu erleben, da man ja eigentlich ein Produkt repräsentiert, das man an sich gar nicht wirklich selbst herstellt, sondern man repräsentiert ja die Winzer, die die eigentliche Arbeit machen. Und deshalb war ich in diesem Jahr so dankbar, dass ich ja die Gelegenheit hatte, dass ich das Jahr machen durfte, dass ich Weinkönigin sein durfte und die wundervollen Winzer hier in Franken, die so tolle Arbeit leisten, auch in diesem Jahr repräsentieren durfte. Eine ganz kurze Frage, welches waren die interessantesten Begegnungen? Was für Menschen hast du getroffen? Was bleibt als Erinnerung zurück? Ich meine, du hast ungefähr 400 Veranstaltungen gemacht in diesem Jahr. 400, das muss man sich mal geben, das Jahr 365 Tage. Also was da auf euch zukommen wird hier in dieser Zeit. In einem Jahr ist eine von euch ganz schön außer Puste. Also, wer war die angenehmste Dame, der angenehmste Herr? Also das kann man in der Fülle der Termine natürlich auch jetzt so nicht sagen. Ich fand die kleinen Begegnungen auch immer richtig schön, die man eigentlich so unterschätzt. Aber wenn man einfach so ganz normale Leute, seien es auch die Winzer, seien es irgendwelche Gäste, die hierher kommen und sich einfach unglaublich freuen, sich mit der Weinkönigin unterhalten und einfach ganz viel Neues erfahren und man dann das Glänzen in den Augen und die Begeisterung sieht, die man dann übertragen hat. Also das ist dann schon wirklich wundervoll. Ich war natürlich auch mit vielen Politikern unterwegs, war auch einmal in der Landtagskantine dann eingeladen, hatte einen Termin am Abend in München und habe dann am nächsten Tag noch drangehängt und wurde in die Landtagskantine eingeladen. Und auch mit Markus Rindersbacher, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden, bin ich per Du. Also da kann man schon einiges machen. Es ist sehr, sehr spannend. Nein, in die Politik gehe ich nicht. Ich bleibe beim Wein. Das ist viel schöner, denke ich. Und da kann man es auch viel, viel mehr Leuten recht machen. Wundervoll. Und wenn man da natürlich auch auf ganz andere Mentalitäten trifft, die
Man kann sich das gar nicht vorstellen, aber die denken einfach anders als wir. Und man sieht es schon alleine im Erscheinungsbild natürlich bei den Asiaten, die schauen ja auch anders aus, aber auch wie sie sich kleiden, das ist schon was ganz anderes. Und wenn man dann doch mit dem Wein eine gemeinsame Sprache und eine Wellenlänge findet, das ist dann schon wirklich faszinierend und das begeistert dann auch die Königin selbst, wenn man dann wo ganz woanders ist und trotzdem Freunde findet. Das ist schon wirklich toll. Ein Jahr ist ja ein Jahr voller Erfahrung, voller Begegnung, voller Ereignisse. Was würdest du der Neuen mit auf den Weg geben? Gibt es da irgendwie einen speziellen Rat, was sollte man tun, was sollte man nicht tun, was sollte man möglichst unterlassen oder welchen Ereignissen sollte man aus dem Wege gehen? Also in erster Linie sollte meine Nachfolgerin natürlich das Jahr genießen, weil es ist schon was Besonderes, das ist klar. Ich denke, das weiß jeder hier. Es ist ja auch was Besonderes. Entschuldigung. Es ist aber auch nicht ohne. Also die 400 Termine, da steht schon einiges dahinter. Man braucht unbedingt die Unterstützung von zu Hause. Also ohne die Hilfe von Eltern, von der ganzen Familie, auch von den Freunden, die ja auf einen verzichten, die muss man wirklich, da muss man drauf zählen können, das ist ganz, ganz wichtig. Man braucht es auch für den mentalen Haushalt, sage ich mal. Also wenn man so viel unterwegs ist und immer wieder freundlich lächeln muss, davon steht und es geht ja nicht nur mal an einem Tag der Termin, am nächsten Jahr kommt der nächste, es toppt ein Termin den nächsten. Und deshalb ist es auch so schwierig, das alles zu verarbeiten. Deswegen kann ich jetzt auch keine Termine herausgreifen und sagen, die waren besonders schön. Es ist in dem Kopf einfach alles noch viel zu viel und man kann es selber noch gar nicht fassen. Und da braucht man auch unglaublich viel Puste. Man muss wirklich das Jahr durchhalten. Es ist nicht einfach, weil so ein Jahr kann auch lang sein, wenn man so viel unterwegs ist. Und da muss man einfach, ja, man muss durchhalten können, man muss sich auch seine Pausen nehmen, man muss auch mal sagen können, das ist mir jetzt gerade zu viel, das geht jetzt einfach nicht. Ich muss jetzt mal wieder durchschnaufen, um den nächsten Termin wieder umso besser leisten zu können. Und es ist einfach ein Jahr voller Ereignisse. Es hat beide Seiten, es ist wundervoll, man genießt es wirklich in vollen Zügen und hat es dann erlebt. Und ich denke, dass meine Nachfolgerin es auch wirklich wunderbar macht mit sehr, sehr viel Begeisterung. Man hat ja den besten Begleiter, den man sich nur wünschen kann, unsere Frankenwein. Und von daher denke ich, hat man dann auch genug Kraft und genug Stärke, die einem da auch alles mitgibt. Du hast ja schon dein Studium wieder aufgenommen, dich da schon wieder hineingepirscht, auch der Weinberg wartet natürlich, ich kann mich erinnern, bei der Premiere dieses Buches in Berlin habe ich Sie eingeladen, gebeten, doch zu kommen, sie war dabei und wir haben an diesem Abend, glaube ich, 5 oder 6 Weine getrunken und Ihr Wein ist an dem Abend als der beste bewertet worden vom Publikum und das ist ein Publikum, was auf der einen Seite sich für Literatur interessiert, meine Romane in Gänze kennt, also fast alle gelesen hat und Weinfachmenschen, also Frauen wie Männer. Und da muss ich sagen, also Kompliment an Sie auch und Sie hat dann natürlich auch genau erklärt, wie sie den Wein macht. Das ist natürlich ein sehr interessanter Hintergrund, den sie da mitbringen konnte. Was ist es, was du aus diesem Jahr für dich mitnimmst? Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das war für mich das Wesentliche, für dich ganz allein als Christine Ungemach, nicht unbedingt als Weinkönigin, denn wir haben ja alle unsere offizielle Seite, wir haben auch alle unsere persönliche Seite und diese Seite in uns, wenn wir mal alleine sind und dann still am Main lang gehen oder durch den Weinberg laufen oder einfach nur im Sessel sitzen oder jetzt uns auf unseren Garten freuen. Also es ist einiges, was man aus diesem Jahr persönlich auch mitnimmt. Man weiß, was es heißt, vorn zu stehen und zu repräsentieren. Also dass auch sämtliche Politiker, die unter der Woche eigentlich ihre Arbeit machen, dann am Wochenende auch noch unterwegs sind, das ist nicht ohne. Das ist nicht einfach nur ein, die kriegen einen Freischoppen und trinken mal wieder, sondern sie machen wirklich auch viel Arbeit. Dann habe ich natürlich viele Zusammenhänge, auch politischer Natur, in Bezug auf den Wein kennengelernt. Das ist natürlich für meine
Ja, fachspezifische Ader, doch auch sehr interessant, also was sich da alles tut. Auch bayernweit die Vernetzung der einzelnen Branchen, also der Metzger, auch der Gastronomen, dass diese Zusammenarbeit einfach unglaublich wichtig ist, dass man da auch, denke ich, in Zukunft sehr, sehr viel zusammen machen kann. Und es ist auch die Seite, jetzt habe ich es gerade vergessen. Es ist einfach unglaublich viel und es ist natürlich auch für mich so ein bisschen Ansporn, dabei zu bleiben, dass eine Arbeit im Weinberg einfach nicht an einem Tag gemacht ist, dass die Winzer mit so einer Beständigkeit jedes Jahr arbeiten und jedes Jahr andere Bedingungen haben, auf die sie wieder eingehen müssen. Das finde ich so unglaublich interessant und dann jedes Jahr doch wieder so unglaubliche Preise abzusahnen, wie ich es auch in diesem Jahr ja wieder miterlebt habe. Also das zeugt schon von großem Können und da hat sich mein Respekt den Winzern gegenüber nochmal vergrößert. Also das fand ich schon sehr, sehr beachtlich und das werde ich natürlich immer im Kopf behalten und auch selbst als Motivation ein bisschen ansehen, dass ich da auch wirklich, dass es keine leichte Arbeit ist, aber ich denke, man kann wirklich sehr, sehr viel damit bewegen und viele Herzen erfreuen und das ist das Schönste am ganzen Beruf. Ja. Vielen Dank, Christine. Es heißt zwar, die Königin ist tot, es lebe die Königin, aber sie ist nicht tot, aber trotzdem brauchen wir ab Freitag eine neue. Hier vorne haben wir 5 junge Damen sitzen, wenn ich Sie bitten darf, hier nach vorne zu kommen, damit das Publikum Sie sehen kann. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, also ich mache heute sowas, das, was am Freitag passiert, so ein bisschen mit Fragen, wenn jede von Ihnen ein paar Worte sagt zu dem, was ich mir gedacht habe, was alles entweder auf das Amt abzielt oder jetzt auf die Tätigkeit, die auf Sie zukommt. Kann man so Menschen ein kleines bisschen kennenlernen? Laura Sophie wird die Erste sein, die ich frage, welche Erwartungen hätten Sie als Königin sich selbst gegenüber? Also ich denke, es ist sehr wichtig, dass man im ganzen Jahr einfach die Freude daran behält, dass man, wie Christine auch gerade schon gesagt hat, das Durchhaltevermögen auch bewahrt und dass man auch immer daran denkt, für was man eigentlich unterwegs ist, dass man für die Winzer unterwegs ist, für den Frankenwein, dass man das auch repräsentieren möchte und dann noch mit dem dementsprechenden Engagement an die Sache rangeht und einfach durchhält und noch freundlich ist und einfach eine gute Arbeit macht. Vielen Dank. Sarah Fröhlich ist die Nächste, die ich an der Frage stellen möchte. Was sollte eine Weinkönigin über Franken und seine Weinbaugeschichte wissen? Ich frage das natürlich nicht ohne Hintergrund, denn als ich dieses Buch geschrieben habe und ich wusste, dass es in Franken sehr, sehr aufmerksam gelesen wird, denn was hat ein Berliner eigentlich hier zu suchen? Oder wieso kommt er auf die Idee, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Ich bin natürlich sehr intensiv in diese ganze Geschichte eingestiegen. Das musste ich und das bin ich aber auch den Weinbaugebieten und den Winzern, die dort tätig sind, schuldig. Aber mir hat neulich gerade jemand gesagt, er hätte sich fürchterliche Mühe gegeben, in diesem Roman einen Fehler zu finden, aber er hat es nicht geschafft. Und das ist immerhin schon eine Auszeichnung für mich. Also was sollte eine Weinkönigin über Franken und seine Weinbaugeschichte wissen? Ja, wie Sie gesagt haben, Franken, oder wie Sie auch wissen, mit Sicherheit, Franken ist ja wahnsinnig vielschichtig. Nicht nur Franken an sich und natürlich auch unser ganzes Weinfranken, unsere Weingeschichte. Und die fängt, zumindest ist es so schriftlich belegt, in Hammelburg an, der ältesten Weinstadt Frankens, und zieht sich von dort aus bis heute mit einer wunderbaren Geschichte fort. Was man noch wissen sollte, auf jeden Fall zu unserer Top-Rebsorte, dem Silvaner, zu unserem Boxbeutel, der uns hier in Franken ausmacht. Und ja, es gibt so viel über Franken zu sagen. Ich glaube, da könnte man einen ganzen Abend füllen. Ich freue mich auf Freitag, da können wir nochmal ganz ausführlich über Franken und Wein reden. Und ja. Lena Kram ist Weinprinzessin in Sommerach, Steuerfachangestellte und möchte Bilanzbuchhalterin
werden oder sich dorthin entwickeln. Wie kommt ein Mensch, der eigentlich mit Zahlen hauptsächlich beschäftigt ist, dazu, sich plötzlich mit dem Traum, mit der Erde, mit dem Klima und all diesen Dingen zu beschäftigen? Also erstmal, ich bin natürlich nicht als Steuerfachangestellte geboren worden. Ich bin in einem Familienweingut aufgewachsen und dadurch natürlich schon immer mit dem Wein in Verbindung gestanden. Eigentlich müsste man die Frage nämlich umdrehen. Wie kommt jemand aus dem Weingut dazu, sich der Steuer zuzuwenden? Und da kann ich eigentlich nur so viel dazu sagen, ich kenne kein Weingut, das weder Buchhaltung noch Steuererklärung machen muss. Deswegen denke ich, passt das hervorragend zusammen. Eine Frage natürlich, da geht es um den Hintergrund, den Weinhintergrund. Christine Langmann aus Uffenheim. Meine Frage ist, welches sind die bekanntesten und besten Weinlagen hier in Franken? Zuerst stellt sich natürlich die Frage, was macht eine besonders hervorragende Weinlage aus? Das ist zum einen natürlich die Exposition, das Kleinklima darin, das Mikroklima, die Hangneigung und letztendlich natürlich auch die Sonnenstrahlen, die Sonneneinstrahlung, die brauchen das schließlich auch unser Leben. Ich würde Sie gerne mal auf eine kleine Safari mitnehmen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon auf einer Safari war, aber wenn man dort war, heißt es, man muss 5 große Tiere gesehen haben. Und genauso ist es auch bei uns in Franken mit unseren speziellen Weinlagen. Deshalb nehme ich Sie jetzt auf eine fränkische Safari mit. Ich würde anfangen bei meiner bezauberten Sarah in Escherndorf. Hier ist zu nennen natürlich unser weltbekannter Escherndorfer Lund, wo auch wirklich die Winzer großartige Weine hervorbringen. Preise abräumen, internationale Preise abräumen. Und dann geht es auch gleich schon weiter in meine Heimat, in Steigerwald, nach Gipofen. Julius Echterberg ist hier zu nennen. Diese Weinlage ist sehr bekannt, denn der Krönungswein der Königin Elisabeth ist dort gewachsen. Auch eine sehr wichtige Information, denke ich, worauf wir sehr stolz sein können. Dann natürlich in unsere Weinhauptstadt Würzburg, ganz bekannte Würzburger Stein. Schon Goethe hat sich nach diesem Wein gezehrt und immer wieder betont, ach Liebe, bring mir doch bitte ein paar Würzburger, schick mir ein paar Würzburger. Und dann natürlich gehen wir weiter hier in diese Region. Homburger Kalmund ist da zu nennen und natürlich ganz wichtig, der Bürgsteller Zehngrafenberg. Aber ich würde natürlich auch sagen, hier diese Weinlage in Erlbach, der Hohberg mit 10 Hektar. Hat sie gut gemacht. Jetzt nehme ich all das, was ich hier oben auf meinem Spickzettel auch stehen habe. Zum Lump habe ich nachher auch noch eine schöne Textpassage zum Vorlesen. Katharina, eine Frage. Erzählen Sie uns doch etwas über die wichtigsten Rebsorten hier in Franken. Ja, wie Sie alle wissen, Franken ist Silvanerland. Vielleicht wissen Sie aber nicht, dass an unserer Rebsortenspitze trotz alledem noch der Müller-Thurgau steht. Ich denke, der Silvaner wird sich aber trotzdem weiter etablieren. Er hat hier super Voraussetzungen, kommt super mit unserem Klima zurecht und der Silvaner hat ein ganz tolles Potenzial. Man kann von den Basic-Weinen über die klassischen Franken bis hin zu den großen Gewächsen und sogar im Auslesenbereich kann man da einiges rausholen. Von daher sollte man da auf jeden Fall weiter drauf setzen. Auch der Rotwein ist bei uns in Franken ja sehr beliebt. Mit ca. 18% nicht ganz so gut vertreten wie der Silvaner, aber ich denke, da tut sich auf jeden Fall noch was, wenn Sie hier in Kurfranken weiter auf den ganz tollen Spätburgunder setzen und wir das Lagenpotenzial in Franken weiter nutzen und da weiter drauf aufbauen. Es liegt noch einiges vor uns und ich denke, wir schaffen das. Die nächste Fragerunde, es sind insgesamt 5, die ich noch stellen möchte. Welche fränkischen Weine würden Sie, Laura Sophie, Ihren Gästen empfehlen zu typischen fränkischen Speisen? Ich bin ja nicht nur im fränkischen Weinland zu Hause, sondern ich bin auch in der Hotellerie und Gastronomie zu Hause. Und deswegen ist es für mich eigentlich immer sehr wichtig, dass man
regionale Spezialitäten verwendet, regionale Produkte und dann aber auch saisonale Produkte. Und so das Typische, was man einfach mal bei uns gegessen haben muss, ist die Bratwurst. Da passt oft ein Silvaner gut dazu. Das sind einfach die beiden typisch fränkischen Komponenten, die wir haben. Ansonsten, wenn man ein schönes Wild auf dem Teller hat, im Herbst vielleicht, würde ich einen Spätburgunder dazu empfehlen. Also was schönes, rotes, kräftiges. Ansonsten im Sommer zu einem sommerlichen Erdbeerdessert beispielsweise ein schöner, frischer, gut gekühlter Rotling. Sarah, was ist der Inhalt Ihres Studiums und was hat das mit Wein zu tun? Da muss ich natürlich sagen, was Sie dazu studieren. Ich weiß selber nicht, wie das ganz genau aussieht. Ernährung und Versorgungsmanagement, was ist das? Ja, Ernährung und Versorgungsmanagement ist so die neue Art der Ökotrophologie, der Ernährungswissenschaft. Aber nicht nur die reine Ernährungswissenschaft, also die Gesundheit rund um den Menschen und des Essens, sondern auch etwas BWL mit dazu, die Versorgung des Menschen, wie kommt der Wein denn zu den Menschen, die ihn so gerne trinken möchten. Außerdem auch vor allem die Produktion ist bei uns ein großer Schwerpunkt. Die Produktion und die Qualitätssicherung, die auch beim Wein eine wahnsinnig große Rolle spielt, denn in meinem Studiengang geht es nicht nur ums Essen, sondern auch ums Trinken. Es sind ja beides Lebensmittel und da gehört der Wein auch auf jeden Fall mit dazu. Lena, Sie kommen aus Sommerach. Dort gibt es eine Lage, die heißt Katzenkopf. Ich bin ja selber auch gestromert. Was ist der Katzenkopf? Was macht seine besondere Lage aus? Ja, der Sommeracher Katzenkopf ist die bekannteste Lage bei uns im Sommerach. Das geht schon sogar so weit, dass Kunden zu uns ins Weingut kommen und sagen, ja, ich hätte gerne einen Sommeracher Katzenkopf. Und wenn ich dann frage, welche Rebsorte es denn bitte schön sein darf, dann sind sie schon wieder ganz baff, dass sie sich sogar noch die Rebsorte aussuchen dürfen, weil Hauptsache sie haben einen Sommeracher Katzenkopf. Das Besondere am Sommeracher Katzenkopf ist natürlich auch, dass er auf einer Insel liegt, unser schönes Sommerach. Und natürlich auch die Weinlage wird nämlich vom Main und vom Kanal liebevoll umarmt. Und deswegen ist der Sommeracher Katzenkopf auch die Lage auf der Weininsel. Jetzt noch eine Frage an Christine. Worauf haben Sie sich spezialisiert? Jeder hat ja so seinen Lieblingsbereich im Wein. Für mich wäre es nicht die Kellerarbeit. Für mich wäre es die Zusammenstellung von Cuvées und die Arbeit draußen im Weinberg. Also das finde ich am faszinierendsten. Wie ist das bei Ihnen? Was macht Ihnen da am meisten Spaß? Grundsätzlich kann man sagen, dass eine Weinkönigin ein generalisierter Spezialist sein muss. Also sie muss sich in vielen Bereichen auskennen, Grundkenntnisse mitbringen, sei es im Keller, sei es im Weinberg, aber auch Tourismus oder Speisen und Wein. Also die ist da in vielen Dingen und Themen gefragt. Ich speziell, für was ich mich in den letzten Monaten während meiner Vorbereitung besonders begeistern konnte, das war das Besondere und Spezielle eines jeden einzelnen Weinortes, einer jeder einzelnen Region. Und ich bin immer gern zu einer einzelnen Region hingefahren, zu anderen Weingütern außerhalb jetzt meiner Region und habe dann dort einen Silvaner probiert, um bei den Lagen zu bleiben, der auf dem Kolberboden gewachsen ist. Und der hat ganz anders geschmeckt, als wenn ich einen Silvaner jetzt trinke hier in Kurfranken oder der auf Muschelkalk gewachsen ist. Und es war so faszinierend und es hat so Spaß gemacht, zu diesem Facettenreichtum unserer Böden, unserer Landschaft und vor allem unserer Weine kennenzulernen. Da macht Weintrinken einfach wirklich sehr viel Spaß, weil man so viel Geschichte und so viele Besonderheiten in einem Glas Wein finden kann. Katharina, die letzte Frage geht an Sie. Wie haben Sie sich auf das Amt oder das mögliche Amt, muss ich ja sagen, vorbereitet? Denn es ist ja nicht von ungefähr, ich weiß natürlich, was da passiert. Also es ist ja nicht so, man sagt jetzt so, ich habe jetzt einfach Bock drauf, ich will Weinkönigin werden und so, kommt denn hierher, setze ich hier hin. Sondern das ist schon eine lange Vorbereitungszeit, die gehen ja einige Studien voraus. Zuallererst habe ich mir die Frage gestellt,
Wie bereite ich mich auf über 400 Termine in einem Jahr vor? Auf 400 Termine, die immer anders sind. Auf wahrscheinlich Tausende von verschiedenen Leuten, die man kennenlernt und die immer ein Stück von der Weinkönigin kennenlernen möchten. Zum einen sollte man vielleicht so eine gute Ader zu den Leuten haben, sollte gern auf Menschen zugehen wollen und das auch gut können. Zum anderen geht es ums Weinwissen. Da haben wir uns sehr intensiv darauf vorbereitet. Jeder hat sich Tipps und Tricks von den Winzern aus der Region geholt, hat andere Regionen kennengelernt und hat da versucht, das Beste rauszuholen aus den Tipps und Tricks. Und wir werden sehen, wer welche Fragen am Freitag gestellt bekommt und wer am besten von Donnerstag auf Freitag geschlafen hat und wer dann am besten drauf ist. Ich freue mich drauf. Ja, ganz herzlichen Dank im Namen aller Anwesenden an Sie und ich wünsche viel Glück für den Freitag. Toi, toi, toi. Ich habe keine Meinung, also ich muss mich auch nicht dazu äußern, was ich jetzt, wen ich wählen würde. Am besten alle. Und dann dann könnt ihr sich auch die vielen Termine teilen. Das ist auch nicht so stressig vielleicht. Da muss man ein bisschen arbeitsökonomisch vorgehen. Dankeschön. Und vielen Dank.